Eigentlich haben wir kaum noch Briefpapier. Aber bestellen müssen wir keins mehr. Das können wir doch jetzt eigentlich selber drucken mit dem PC. Ja, aber meinen Sie nicht, dass das in der Druckerei schöner wird? Was sagt denn die Chefin dazu? Die freut sich doch, wenn wir sparen. Und ein ordentliches Layout bekommen wir auch hin. Sagen Sie, wo bleibt eigentlich heute die Kleine? Das ist ja schon reichlich spät. Ach, Frau Leitner, das kennen Sie doch. Die jungen Leute, die nehmen das doch nicht so genau. Ja. Heute ist aber wirklich spät. Ja. Oh Gott, die wird doch wohl nicht krank sein. Das könnte aber Ärger geben. Die Chefin in Mailand, Frau von Jähn in München und dann all die neue Ware. Ach, um Himmels Willen. Naja, abwarten. Wollen wir mal den Teufel nicht an die Wand malen. Ach, apropos Teufel, sagen Sie mal, Frau Leitner, können Sie mir das bitte noch einmal mit der Ablage erklären? Wissen Sie, wenn die Susi dabei ist, dann geht das immer so schnell und ich traue mich bei ihr schnippischen Art schon gar nicht mehr nachfragen. Ich kann das verstehen. Ja. Gut. Wir öffnen einfach über den Desktop, Doppelklick auf das Icon Windows Explorer. Das kann ich immer noch. Das funktioniert immer noch. Ja, das geht jetzt gut mit dem Starten. Ja. Er schlägt das Verzeichnis eigene Dateien, ist bereits aufgeschlagen. Dieses zweigeteilte Fenster zeigt immer, was links markiert ist, rechts den Inhalt. Genau, ja. Gut. Aber was stimmt dann jetzt bei mir? Ich glaube, Sie haben ein Dokument auch nicht gefunden. Aha. Vorgehensweise ist wie folgt. Wenn ich einen Ordner aufschlage, klicke ich ihn an, wie jetzt eben. Aha. Und dann wird in der rechten Fensterhälfte der Inhalt gezeigt. Ne? Ah ja. Und ich habe das nämlich gesehen. Und da findet man im Rechnungsordner hier das Dokument Anfrage Druckerei. Ach, und das gehört da ja gar nicht hin. Genau. Ach, na, genau. Da muss ich mich nicht wundern, wenn ich das nicht finde. Ach, ich habe das irgendwie durch Zufall entdeckt. Jetzt räumen wir noch mal auf im Explorer. Aha. Mit Drücken, Halten, Ziehen schiebe ich diese Darstellung auf das Wort Korrespondenz, lasse los, dann wird die Liste gleich kleiner und das Dokument ist weg. Und ich muss das nicht löschen extra? Es ist ja verschoben. Dieses Drücken, Halten, Ziehen verschiebt von einem Ordner, wie wenn man einen Ordner aufmacht. Wie wenn man das sonst auch macht. Ja, Sie heften es raus und tun es woanders rein. Ja, jetzt kontrollieren wir mal. Ja, genau. Durch Anklicken im Explorer das Wort Korrespondenz und öffnet. Da steht und da ist es. Ja. Ja, das ist ja gut. Das ist ja gut. Jetzt gucken wir uns das nochmal aus der Sicht Word an. Mit Doppelklick kann ich das direkt öffnen. Ah. So, und dann öffnet sich auch schon bereits das Programm Word. Ja. Aber bei so einer Neuinstallation, wie es jetzt bei uns ist, sollte man sich eine einmalige Optimierung der Ansichten im Word genehmigen. Mhm. Und da habe ich eine Empfehlung. Und zwar über das Wortmenü Extras auf Anpassen klicken. Extras anpassen. Das ist einmalig zu machen. Da öffnet sich die Registerkarte Optionen gleich freiwillig sozusagen. Mhm. Und hier machen wir eine Änderung, indem wir reinklicken bei dem Angebot Standard- und Format-Symbolleiste in zwei Zeilen anzeigen. Oh Gott, nochmal langsam. Was bedeutet heißt das? Standard- und Format-Symbolleiste in zwei Zeilen anzeigen. Ja. Der Haken ist bei der Installation, bei der Standardinstallation wird das nicht angeboten. Und das wiederum bedeutet, dass Sie in Word nur eine Menüleiste haben. In diesen Menüleisten, die erste nennt sich Standard, die zweite, wie man hier sieht, wo Standard drin steht, das ist eigentlich die Format-Symbolleiste. Ah. Da sind praktische, wichtige, schnelle Befehle untergebracht, die uns helfen zu navigieren und zu gestalten. Ach, und dann muss ich das nicht jedes Mal so lange suchen. Ja, und drum suchen Sie da auch immer so lange. Ja, ja, genau. Jetzt kommt noch das Nächste. Es ist nicht alles in Symbolleisten untergebracht. Mhm. Ich klicke hier jetzt auf Menüs immer vollständig anzeigen. Ja. Sachen, die nicht als Symbol untergebracht sind, für Grafiken und so weiter, die findet man im Wortmenü. Und wenn da kein Haken drin ist, dann werden die Menüs auch nicht vollständig angezeigt. Sprich, man sucht wieder. Ah, ja. Mit Schließen gehe ich jetzt hier raus aus diesem Dialog. Und fange jetzt mal an bei einer weiteren Verbesserung des Systems. Hier in der Symbolleiste sehen Sie, wenn man den Mauszeiger drauflegt auf diese Schaltflächen, dann kommt ja immer die Beschreibung dazu. Ja. Einblenden, ausblenden. Wenn ich da hinklicke, dann sehe ich die sogenannten nicht druckbaren Steuerzeichen in Word. So, also die wären nicht sichtbar, wenn man das Blatt jetzt ausdrucken würde. Richtig. Mhm. Und die sind nie sichtbar. Leerzeichen werden durch Punkte angezeigt. Mhm. Und jetzt müssen wir hier noch die Adresse, das war die Druckerei. Ach, das können Sie einfach so davor schreiben. Ja, ich habe an diese Stelle, wo ich schreiben möchte, hingeklickt. Ja. Und Druckerei
Meier. Aha. Ja, und dann verschwindet, also rutscht der andere Text weiter rüber. Aha. Ja, und dann können wir eigentlich den Explorer auch wieder beenden. Morgen, Mädels. Ja. Morgen. Guten Morgen. Ja, Entschuldigung. Ich habe heute noch die Kloschüssel umarmt. Ach, du mein Schreck. Ja, ich wollte schon anrufen, dass ich gar nicht komme, aber dann konnte ich mir einen Tag ohne euch gar nicht vorstellen. Oh. Ich weiß nicht, mir ist speiübel. Ich glaube, ich habe was Falsches gegessen oder so. Wissen Sie was? Ich glaube, Sie haben wieder gar nichts gegessen und deswegen ist Ihnen übel. Immer diese ewige Hungerei. Das kommt davon, das habe ich schon immer gesagt. Also Susi, nur mal langsam. Wir besprechen gerade noch mal das Ablegen der Post und das Arbeiten in Word. Ach, da fällt mir ein, hier, also diese nicht druckbaren Zeichen und diese Leerzeichen, das sieht man ja durch diese Absatzendemarke. Zwischen dem Betreff und dem beginnenden Text brauche ich noch eine Leerzeichen. Ich muss noch mal ganz kurz raus. Ach. Oh je. Oh mein Gott, die Arme, das ist ja furchtbar. Aber also, machen wir mal weiter, die Schriftart gefällt mir nicht. Wir schreiben im Augenblick, ich habe so ein bisschen geguckt, wie die andere Geschäftskorrespondenz heute so modern aussieht. In der Schrift Arial, hier oben in der Symbolleiste ist was ja die Times New Roman. Ja, so, das ist die Standardschrift von Microsoft, so wird das verkaufte System, in dem Fall in der Schriftgröße 12, das sieht man hier. Ja. Und ich würde es gerne in Arial. Arial ist auch so eine ganz moderne Schrift. Ja, Schritt 1 ist immer zuerst markieren, dann agieren. Ja, genau, Ach, den ganzen Brief können Sie so markieren. Ja, ich ziehe einfach den Text runter. Ja. Ich bleibe drauf mit der linken Maustaste. Drücken, halten, ziehen. So, da unten werde ich mal langsam das später auch löschen können. Ja. Jetzt lasse ich los. Und jetzt gehe ich hier auf das Schriftsymbol, Pull-Down-Dreieck. Ach, und da werden andere Schriftarten noch vorgeschlagen. Ja, jede Menge. Ja. Also je nachdem, was man auch so mitgekauft hat, sieht man hier. Och, da muss man selber dann auch mal forschen zu Hause. Ja, und was einem gefällt. Nicht? Genau, was einem gefällt. Wir nehmen mal hier Arial. Ich klicke es an. Gehe jetzt mit dem Rollbalken hoch, also mit dem Scrollbalken. Klicke raus, damit ich die Inversdarstellung aufgehoben habe. Und das ist eigentlich jetzt eine sehr schicke, moderne Schrift. Das sieht schon sehr schön aus. Ja. Also, jetzt würde ich gerne den Betreff, die Anfrage an die Druckerei, fett drucken. Dazu muss der Text markiert sein. Ja, die Zeichenformatierung läuft immer so, dass man den Text markieren muss. Ja. Und hier und gibt es in der Standardsymbolleiste fett. Ach, da steht es. Fett. Wenn man den Mauszeiger drauflegt, kommen Beschreibungen. Ja. Jetzt klicke ich es an und ja, hat schon geklappt. Ach, ist schon genau, fett. Genau. Jetzt machen wir noch mal ein bisschen weiter. Ja. Ich würde gerne hier die Überschrift vielleicht zentrieren. Ich klicke zur Absatzformatierung, muss also der Text nicht markiert sein. Ja, ich wollte gerade sagen, den müssen Sie doch erst markieren. Für die Absatzformatierung nicht. Warum? Weil ein Absatz ist für Word immer der geschriebene Bereich, der innerhalb einer solchen Marke liegt. Und dieser Absatz wird angesprochen nur durch Reinklicken des Cursors. Es muss also nicht markiert sein. Gut. Wenn ich jetzt hinter dem M noch eine Zeilenschaltung möchte, muss ich die Stelle aktivieren durch Anklicken und mit Drücken der Taste Return oder Enter kriege ich dann einen Abstand. Dann rutscht der ganze Brief Weiter runter und das funktioniert im ganzen, im ganzen Dokument so. Ja. Ja, jetzt könnten wir eigentlich das Programm mal vorübergehend beenden und Sie probieren es dann. Leute. Mein Gott, Susi, Sie sehen aber wirklich elend aus. Mein Gott, rufen Sie doch lieber einen Arzt an, wenn Ihnen so schlecht ist. Das kann man ja gar nicht mit ansehen. Ja, tut mir leid, dann muss ich noch mal weg. Nein, nein, ist ja in Ordnung. Naja, dann versuche ich das vielleicht selber mal für mich, ne? Wie weit ich damit komme. Ist hoffentlich klappt es jetzt. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Ja. So. Also, das. Und ja, guten Morgen. Schara, mein Name, ich bin Patientin bei dem Herrn Dr. Specht und ich wollte fragen, ob ich vielleicht einen Termin kriegen könnte heute. Sieht schlecht aus. Ist aber ganz dringend. Ja, mir ist so übel, so komisch. Ja? Ja? Geht? Ist gut. In einer halben Stunde, ja? Alles klar, ich komme vorbei. Gut, danke. Ja, tschüss. Gut, Susi, gehen Sie ruhig. Wir schaffen das schon. Sagen Sie mal. Wann ist Ihnen denn immer schlecht? Ja, morgens vor allem.
Weiß nicht, das geht so eine ganze Weile schon. Oh. Und gestern Abend war es endgültig vorbei. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist ganz komisch. Und dann kriege ich immer so komische Gelüste. Ja, so Hunger auf alles Mögliche. Brathähnchen und so. Wahrscheinlich die Galle oder so. Ja, na. Die Galle? Dass ich nicht lache. Schwanger wirst du sein. Was? Du hast nämlich auf dem Weinfest nur saure Gurken gegessen. Also, so Quatsch. Schwanger. Das ist typisch, weil du eifersüchtig auf Markus bist. Geschenkt eifersüchtig. Geh du mal zum Arzt und der wird zu dir sagen, Pille vergessen. Und hier ist die neue Ware. Bitte auszeichnen, absichern, aufhängen auf dem Bügel. Alles klar? Alles klar. Hat die Frau Wagner schon angerufen? Frau Wagner? Nee, ich glaube nicht. Nee. Nein? Nein. Sie wartet nämlich auf die neuen Abendkleider. Oh, ja. Ja, und? Sind die Frau Ostermeier hat super Abendkleider geordnet. Ja. Ja, ja. Ganz super. Aha. Ja, und dass ich nicht vergesse, habt ihr schon die Modenschaukarten rausgeschickt? Oh, um Himmels Willen, das habe ich vergessen. Also, das tut mir leid. Das müsst ihr sofort machen. Ja, ja. Die Kunden warten drauf. Ja, ist ja klar. Wir machen das sofort heute noch. Alles klar? Ja. Alles klar. Tschüss, Ade. Ja, tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Ja, ist ja gut. Wir müssen doch erstmal unser Firmenbriefpapier hier gestalten, ehe wir an diese Aktionen herangehen. Ne? Und? Kommen Sie mal her, helfen Sie mir doch mal dabei. Ja, genau. Also, wie geht das jetzt weiter? Wir müssen noch ein bisschen formatieren. Ja. Also, um das vormalige Schrift, die Schriftzüge aus der Druckerei eben nachzuvollziehen. Ne? Ja. Ich würde sagen, wir markieren jetzt noch mal hier die Überschrift Ostermeier. Und rot war, wir hatten ja, das Frau rot, Ostermeier, ne? Liebt rot. Ja. Man kann hier bei der Schriftfarbe im Direktzugriff auch wiederum Farben auswählen. Aha. Blau, die zuletzt benutzte Farbe, bleibt dann immer bei diesem Symbol angeklickt. Ja. Ich klick's an. Rot. So. Aber jetzt ist immer noch blau. Ja, das ist die Inversdarstellung, so. Weil es noch markiert ist. Ne? Ich klicke raus und sieht, man hat schon geklappt. Schön, das sieht aber wirklich gut aus. Ja. Also, ich habe es nochmal markiert mit Drücken, Halten, Ziehen. Ja. Gehe jetzt mal hier auf das Pull-Down-Menü und nehme hier ein größeres 18 vielleicht. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, das ist schick. War. Das ist schick. Ja. Jetzt fehlt noch die Grafik, das Firmenlogo. Aha. Das habe ich schon vorbereitet. Da habe ich nämlich gestern Abend eingescannt. Und mit dem Befehl Einfügen Grafik aus Datei. Weil die Grafik selber ist schon ist jetzt auch ein Dokument. Also das haben Sie schon wo gespeichert, in einer Datei? Ah, und gebe dann diesem Dokument, dieser Grafik, gebe ich einen Namen. Ja, und rufe es auf, einfügen Grafik aus Datei. Sag mal, hat mal jemand vielleicht eine Tablette für mich oder so? Oh, das tut mir leid, heute habe ich nichts dabei. Nee, tut mir wirklich leid. Ja, und? Ja, nehm hier mal die Grafik, eins von beiden, gucken wir uns dann später an, welche uns dann endgültig gefällt. Ja. Mit einfügen ist sie dann drin? Aber wo sind jetzt die anderen? Jetzt ist ja alles auch gelöscht. Ja. Moment, hier gibt es die Bildlaufleiste und da sehe ich die Grafik. Da kommt es. Ja, die Grafik hat sich. Nee, noch passt das nicht. Man braucht noch ein paar Schritte. Also, es sind ein paar Schritte notwendig. Ich klicke mal rein in die Grafik. Die positioniert der Rahmen, sich, das kenne ich schon, der Rahmen, ja. Die Grafik positioniert sich genau an die Stelle, wo vorher der Cursor geblinkt hat. Und mit dem Menüpunkt Format Grafik. Kann ich das Layout, den sogenannten Textfluss, ist damit eigentlich gemeint, bestimmen. Rechteck, das habe ich auch so im Kurs als Empfehlung mitbekommen, passt meistens. Ja. Damit kann man sie dann überall hinschieben. Ach so. Mit OK bestätige ich das Menü. Jetzt sitzt sie schon. Ja, nun immer noch nicht. Ja, jetzt sitzt sie aber schon mittendrin. Ja, stimmt. Gut, jetzt müssen wir sie auch noch kleiner machen. Ja, ne? Ja, dazu gehe ich mit dem Mauszeiger auf diese Greiferpunkte. Das kann ich auch schon. Das hatten wir im Windows schon so gehabt. Genau, ne? genau. Jetzt ziehe ich die mit Drücken, Halten, Ziehen in die Mitte rein. Genau. Und jetzt? Mit Schieben. Das jetzt an den Rand? Einfach schieben. Drücken, Halten, Ziehen. Richtig. Mit der linken Maustaste. Ja. So, jetzt gucke ich mal und lasse hier los. Zack. Ja. Ja. Ja, gar nicht so schlecht, ne? Ja, vielleicht ein bisschen höher noch. Mhm. Ja. Ja, hat eigentlich schon geklappt. Ja, sehr schön. Sehr schön. Jetzt gehe ich mit der Bildlaufleiste noch mal rüber zum Dokumentenanfang. Mach hier noch ein bisschen was mit der Zeilenschaltung. Also ich aktiviere die Stelle, klicke hin, drücke die Taste Return, um das ein bisschen runterzuziehen. Ja, genau. Hier mit dieser Schaltfläche Seitenansicht kann ich übrigens das Drucklayout schon mal bestimmen. Da kann man schon mal sehen, wie es aussieht, wenn es dann gedruckt ist. Ah ja, na, das ist ja schon gut.
Ja, Susi, Sie gefallen mir heute aber gar nicht. Ja, gerade wirklich. Wo doch heute das Thema so interessant ist. Mhm. Firmenbriefpapier gestalten, das Aushängeschild unseres Unternehmens. Ja, ich weiß. Ich laufe schon wieder zur Hochform auf, keine Angst. Ja, ja. Außerdem kann ich ihn das sowieso wiederholen aus dem FF. Ach, wirklich? Ja. So einfach? Ja. 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 Na, wollen wir wetten? Ja. Na, um was wetten wir? Eine Flasche Sekt. Cool. Ja? Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Moment. Ja. Da bin ich ja auch gespannt. Ich räume schon das Feld. Ja, genau. So, ja. Jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir zum Beispiel mal formatieren. Ne? Darum geht es, oder? Ja. Sehe ich das richtig? Ja. Genau. Und wie? Also, ich klicke mit dem Cursor einfach hinter diese Überschrift Ostermayer-Moon zum Beispiel. Ja? Ja. So, jetzt könnte ich das Ganze einfach zentrieren. Da gehe ich hier auf zentriert. Zack, es ist in der Mitte. Tatsache. Beeindruckend, oder? Ja. Dann nehme ich die Return-Taste und mache einen Absatz rein. Das sieht auch schon besser aus. Auch gut. Ja. Sehr gut. Wird Ihnen heiß und kalt, ja? Ja, ja. So, dann kann ich hier ein bisschen die Schrift verändern. Mhm. Also ein bisschen buntes Leben hier gestalten. So, mit dem Pull-Up-Dreieck heißt das, glaube ich. Dann nehmen wir mal, was sagen Sie? Rot. Rot, ja, rot. Immer rot. Ostermayer liebt rot. Rot, ja. Rot wie die Liebe. Hm, gut. Genau. Dann verändern wir hier noch die Schriftgröße zum Beispiel mit 20. Oh, die Wette ist verloren. Sag ich doch. Oh. So, dann könnten wir hier noch das Datum verändern. Dann klicke ich hinter das Datum oder auch da rein, das ist ganz egal. Kann hier auf rechtsbündig gehen, dann springt es nach rechts. Kann auch das noch verändern mit der Return-Taste, dann ist es ein bisschen weiter unten. So, jetzt könnte ich eigentlich die Grafik reinbringen. Das heißt, unser Ostermayer-Logo. Ja. Dazu gehe ich auf Einfügen, dann auf Grafik, dann auf Aus Datei. Jawohl. Dann habe ich hier dieses Logo, dann nehme ich mal das da. Gehe hier auf Einfügen und zack, ist es drin. Ja, also wunderbar. So, jetzt ist aber noch nicht fertig, jetzt wird es ja noch besser. Mhm. Jetzt kann ich das Ganze markieren, um es zu verkleinern. Ne? Da gehe ich dann hier mit diesen Pfeiltasten auf diese Greiferpunkte mit Drücken, Halten, Ziehen, Frau Heilmann. Drücken, Halten, Ziehen, ich versuche es auch gerade wieder. Ziehe ich das dann nach oben, dann ist es schon ein bisschen kleiner. Ja. Das kann ich noch kleiner machen, so. So, und jetzt könnte ich das Ganze noch positionieren, ne? Ja, darum geht's ja. Richtig. Also, dass ich hier zum Beispiel auf Format gehe, dann wieder auf Grafik ganz unten. Mhm. Hier kann ich in der Registerkarte Layout nehmen. Ja. Da nehme ich dann Rechteck zum Beispiel. Mhm. Bestätige das Ganze mit OK und zack, ist es im Text drin. Das gefällt mir aber noch nicht so gut. Das heißt, ich ziehe es nach oben. Und setze es zum Beispiel hier an den Rand. Ja. So. Sieht doch ganz gut aus, das oder? Das sieht toll aus. Gehen Sie gerade mal mit der Bildlaufleiste horizontal ein bisschen, dass ich es mal sehe. Ja, also wunderbar positioniert. Ich glaube, im Original war es mal ein bisschen höher. Höher? Ja. So. Steht mir besser gefallen. Okay, Hallmännchen, das macht die Flasche Sekt, oder? Ja, sieht ganz so aus, Mensch. Ich bin völlig verzweifelt. Ich komme mit dieser Symbolleiste einfach nicht zurecht. Ja, also ich werde noch mal wahnsinnig. Wenn ich den Absatz da rechts hin haben will, ich habe vorher die Adresse aber schon links geschrieben, dann rutschen die Zeilen immer wieder nach links. Ich werde noch mal wahnsinnig. Bei meiner Schreibmaschine war das nie so. Ich kann mit diesem Ding einfach keine Adressen schreiben. Aber das kapiere ja selbst ich in meinem umnebelten Hirn heute. Ja, Sie kapieren sowieso alles, aber ich eben nicht. Also Moment mal, Moment mal, Moment mal. Da hat sie recht, ne? Das geht auch so nicht. Sie hat vollkommen recht, die Frau Heilmann. Ach, ich danke wenn man, Ihnen, wenn hier der Name geändert wird, ich zeig's mal gerade. Ja, ja, bitte. Ja. Das stimmt nämlich. Bei längeren Adressen, bei längeren Anschriften springt dann der Text nach außen. Ja. Zum Beispiel Frau Renate Engel Schmidt Hausen. Sehen Sie? Genau, ja, genau. Das genau. Das ist hier. Und die Lösung? Ja, was kann ich denn da machen? So, die Lösung ist eine Word-Tabelle. Ich klicke hier oben mal hin, also diesen Doppelnamen hier, den lösche ich wieder, dann haben wir den Originalzustand wieder hergestellt. Ja. Und jetzt? Ich positioniere meinen Cursor hier durch Anklicken, dann ist diese Schreibstelle aktiv, das ist Schritt 1. Jetzt gehe ich auf die Schaltfläche Tabelle einfügen. Drücke, halte, ziehe, so ein Zweierraster. Ja. Die Word-Tabelle wird es nämlich erlauben, dass wir zwei Bereiche, den Empfängerblock und den Absenderblock, separat formatieren können. Das
eben nicht mehr verrutschen kann. Und dann haben Sie, damit kann ich doch nun gar nichts anfangen. Jetzt müssen wir natürlich einmalig mit bisschen Handarbeit den Text reinziehen. Dazu markiere ich. Markieren? Ich muss leider Schritt für Schritt machen. Sehen Sie mal, weil wenn ich runterziehe mit der Maus, sehen Sie, was passiert? Dann würde wieder alles zusammenkommen. Die ganze Zeile. Und jetzt müssen wir das aufsplitten. Das sind ja diese Tabulatorsprünge, die durch diese Pfeile am Monitor sichtbar sind. Ja. Also, jetzt wird's gemacht. Aha. Handarbeit ist angesagt. Markieren. Mit Drücken, Halten, Ziehen setze ich das in diese Tabelle rein. Ja, aber das andere hat doch gar keinen Platz. Ja, jetzt klicke ich hinter. Sieht vorübergehend so aus. Ich klicke hinter das U von Frau. Aha. Drücke die Taste Return oder Enter, sehen Sie, und dann wird das diese Zelle schon größer. Jetzt aktiviere ich diesen leeren freien Platz, nehme den Namen, markiere, drücke, halte, ziehe, positioniere ihn rein. Und klicke wieder hinter das Zeile. Zeile für Zeile ist ein bisschen Handarbeit zugegeben. Das ist selten beim Computer. Selten, ja. Ja gut, wenn wir so Formulare und so Layouts gestalten, ist das oft. Ja. Eigentlich sind es viele Schritte, weil es ist ja jetzt nicht optimal erfasst gewesen. Ja. Gut, jetzt lasse ich los. So, jetzt muss ich, um den Absenderblock hier noch reinzubringen, diesen hinteren Teil markieren und mit der Taste entfernen, lösche ich das. Jetzt ist das wieder rübergerutscht. Ja, vorübergehend setzen wir alles rechtsbündig hin. Nee, linksbündig ist es. Linksbündig. Man kommt schon völlig durcheinander. Also aber wirklich. Die Seiten. So, jetzt ist der ganze Text, haben wir es geschafft? Ja. Der Job ist erledigt. Jetzt markiere ich mit Drücken, Halten, Ziehen. Ach, das geht jetzt bei dem Jetzt geht es wunderbar. Ja. Und jetzt steche ich wieder von unten rein, in die Markierung rein, drücke Halten, Ziehen und lege das einfach hier drin ab. Rechte Spalte, eins gefällt mir noch nicht, das müssen wir ganz schnell noch machen. Und zwar, ich klicke, markiere jetzt den ganzen Bereich hier oben. Jetzt, oh Gott. Im Menü Format müssen wir noch den Rahmen unsichtbar machen. Dieser schwarze Rahmen, den Dass der nicht mitgedruckt wird. Das sieht sonst nicht gut aus. Ja. Ne? Und aber die Lösung ist jetzt habe ich nicht aufgepasst. Wo haben Sie nochmal drauf gedrückt? Noch mal mit Abbrechen raus, dann kann ich es noch mal zeigen. Ja, genau. Ich habe markiert, dann bin ich auf Format, Rahmen und Schattierung und gehe auf Ohne und dann auf Okay. Ja, von wegen Susi, ganz einfach, ne? Ja, Entschuldigung, war nicht so gemeint, Frau Heilmann. Ja, aber es hat mich schon ein bisschen genervt, was die da gesagt hat, die Anthoferin. Ich meine, wenn das wirklich stimmt, also meine Mutter bringt mich um. Die fällt in Ohnmacht und dann... So schlimm wird es schon nicht sein. Wie war denn das bei Ihnen, sagen Sie mal, mit Ihrem Sohn? Ja, also, ich habe auch lange nichts gemerkt. Ich habe auch gedacht, ich habe was an der Galle. Und der Arzt hat das sogar bestätigt. Und dann habe ich gedacht, mit der Pille ist irgendwas nicht in Ordnung. Und naja, im vierten Monat wusste ich es dann nicht. Im vierten Monat? Ja. Und mein Ex-Mann, der hat sich sofort abgesetzt, wie der das gehört hat. So entsetzt war der. Ja, wir wollten zwar mal heiraten, ne? Aber als er das mit dem Kind gehört hat, da hat er Schiss gekriegt. Ne? Naja, aber dann wollte ich das Kind unbedingt. Ob mit oder ohne Mann, das war mir dann völlig gleichgültig. Ne? Dann ist er ja auch wiedergekommen. Aber die Heirat, mein Gott, das war ein Fehler. Letztlich habe ich ihm das nie verziehen, dass er mich damals so allein gelassen hat. Ne? Naja, aber vielleicht war es auch ein Grund, weshalb die Ehe dann schiefgegangen ist. Jedes Mal, wenn ich mich über ihn geärgert habe, ne, wegen irgendwas anderem, dann kam das immer alles wieder hoch. Ja, ja, so war das. Na ja, jetzt machen Sie doch mal dem armen Mädchen nicht solche Angst, Frau Heilmann. Also bei mir, bei meiner ersten Schwangerschaft, ging es mir ganz blendend. Naja, wir waren auch schon 4 Jahre verheiratet und haben uns das Kind sehnlichst gewünscht. Ja, das ist eben was anderes, nicht? Ja. Sagen Sie mal, wie wäre es denn mal zurück hier zu unseren Computerverpflichtungen? Ja. Ich meine, spätestens morgen wissen wir ja dann, ob Susi schwanger wird oder nicht. Ja. Die Druckersteuerung steht noch an. Aha, und wie ist das? Ja, ich habe nämlich gesehen, dass Susi zum Beispiel abends den Druck anwirft und dann vor lauter Verzweiflung anscheinend den Drucker ausschaltet. Also da kommen immer so viele Blätter raus. Ja. Wenn man im Internet sich rumtreibt. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten zu drucken. Aha. Variante A. Ja. Auf der Symbolleiste drucken, da steht es, wird immer das gesamte Dokument gedruckt. Von einer bis zu, weiß ich nicht, 100 Seiten, was immer da eben aufgerufen worden. Ja, so mache ich das auch. Ja. Und dann kommt die große Panik. So, ich will, sind Sie da, geht schon los. Ja. Die große Panik ist dann, ach, ich will doch nur eine Seite oder ich habe mich ja nur bei der 10. Seite verschrieben oder bei der 3. Seite. Und das kann man aus Word heraus oder aus den Programmen heraus nicht steuern. Aha. In Word gibt es die Möglichkeit... Und da darf man eben nicht zum Drucker gehen und den einfach abstellen. Das darf man nicht. Weil er dann weiterdruckt oder wie, wenn man ihn wieder anstellt? Der Drucker hat einen eigenen separaten Speicher.
und speichert den Druckauftrag nochmal separat. Wenn man ihm jetzt den Strom abwirkt, dann hört er zwar auf, aber sobald wir am nächsten Morgen wieder rangehen, wir sind meistens ja vor Ihnen da, und wir wollen dann was ausdrucken, kommen Ihre Sachen vom Abend vorher. Ja. Also habe ich mich schon ein bisschen geärgert, kostet ja auch Geld. Ja. Gucken wir es uns mal an. Also Datei, Drucken. Also Datei und Drucken, gibt erstmal die Möglichkeit, hier individuell durch Anklicken auf aktuelle Seite, gerade die, die im Hintergrund aktiv ist, oder hier reinklicken und dann die gewünschte Seitenzahl angeben. Hier hat Microsoft eine schöne Vorschau gemacht. Hier ist ein Beispiel 1. Ja. Semikolon bedeutet also nur die Seite 1, dann die Seite 3, dann die Seite 5 bis 12. Und so geht das eigentlich immer weiter. So, ja, ungültiger Druck. Ja, auf alles muss man wieder, wir haben nur eine Seite. Mit OK geht dann der Druck los. So, will ich jetzt einen Druck abbrechen oder anhalten, geht es anders. Über Start, Drucker und Faxgeräte. Wenn ich das Menü hier aufrufe, sieht man den installierten Drucker. Und hier sehe ich ganz genau, der Brief Frau Engel 1 wird gedruckt. Jetzt könnte ich ihn anklicken und mit der Taste entfernen, könnte ich ihn löschen. Ach, und dann hört er auf. Ja, er stellt jetzt gerade noch mal eine Frage. Sind Sie sicher, dass alle ausgewählten Druckaufträge abgebrochen werden? In dem Fall, also in dem Fall, ich bin mir mehr als sicher. Und das kann ich auch machen, während er druckt? Während er druckt. Er druckt dann meistens das angeleierte Blatt sozusagen. Noch zu Ende? Druckt er noch zu Ende, stoppt dann kurz. Also man hat manchmal das Gefühl, es klappt nicht sofort. Aber darauf ist Verlass. Also das Blatt, das man angeschossen hat zum Drucken, wird dann noch zu Ende gedruckt und dann... Ja, dann mache ich das so nicht. So also in Zukunft bitte den Druck über das Druckermenü Start, Drucker und Faxe abbrechen. Ich zeige Ihnen bei Gelegenheit noch, wie man den hier, dieses Modell, auf den Desktop vielleicht ablegen kann. Dann braucht man nicht über dieses lange Menü. Die Möglichkeit gibt es auch, Ja, dann hole ich mal das Papier aus dem Drucker. Oh ja, jetzt bin ich ja gespannt, wie das aussieht. Unser erstes Briefpapier. Das sieht gut aus. Ich komme gleich wieder. Ach Gott. Jetzt lass mich mal durch. Was hat die denn? Naja, jedenfalls keine Krankheit, wie es aussieht. Wieso? Wer behauptet das? Das Büro scheint heute aber nicht gut drauf zu sein. Naja, es geht so. Es geht hier, so. Ich bringe ja nur das bestellte Papier. Ach, das ist nett. Für eure Briefbögen. Früher machte das immer ein Grafiker. Und jetzt fummelt ihr das selber rum. Lass mal, Theo. Das ist schon alles in Ordnung so. Weißt du, unsere Grafikdesignerin, die macht jetzt diese Hochglanzprospekte für uns. Die können wir hier nämlich nicht drucken. Mir sollte es recht sein. Leute, ich hau ab. Ja. Tut mir leid, aber das hat heute echt keinen Sinn. Ja, also gute Besserung und geben Sie eben Bescheid, wenn was ist, ne? Mach ich. Ach, wissen Sie, Sie begreifen das so viel schneller als ich, da macht es gar nichts, wenn Sie später wieder einsteigen. Danke, Frau Heimann. Aber wissen Sie, machen Sie sich nichts draus, das liegt am Alter. Oh, danke. Ja, ich meine, ich habe früher schon mit dem Gameboy von meinem Bruder gespielt. Das ist kein Wunder, das ist eine ganz andere Denke. Ja, verstehen das Gefühl habe ich langsam auch, Tschüss. Ah, und morgen gibt's Sekt, oder? Aber klar doch, ich bring's mit. Danke, tschüss. Und gute Besserung. Tschüss. Danke. Ja. Ich gehe dann auch mal. Gut. Ja, okay. Andere Denke. Formatieren. Die Absätze. Zeichen setzen. Druckersteuerung. Kann man wohl sagen, andere Denke. Die mit ihrem Webgeflüster. Was denen wohl noch alles einfällt? Theo! Ja? Tür zu!